hä, ist das nicht total an den Haaren herbeigezogen? Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Gelesen-Video, das heißt, ich werde euch einige Bücher vorstellen aus den letzten Monaten, die ich so gelesen habe. Ja, ich weiß, bei mir schwankt das ziemlich oft mit diesem Format Lesemonat oder eben auch Nicht-Lesemonat, aber ich habe für mich beschlossen, dass ich jetzt wieder auf dieses Format der Nicht-Lesemonate zurückgreifen werde. Das habe ich ja vor einem Jahr ungefähr schon mal gemacht, da habe ich das Literaturstunde genannt. Jetzt werde ich diese Videos einfach Gelesen nennen und darin verschiedene Bücher euch vorstellen, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Ich muss mal gucken, was für eine Anzahl an Büchern ich da so gut finde, weil ich eben auch ein bisschen mehr auf den Inhalt und meine Meinung eingehen möchte, so wie das im Lesemonatsformat eben auch ist, nur dass es diesmal eben nicht mehr auf einen Monat beschränkt ist. Das nimmt für mich einfach so ein bisschen den Druck raus, weil ich teilweise pro Monat nicht so viel lese, dass ich das Gefühl habe, es lohnt sich für ein Video. Und ich möchte mir selber auch nicht diesen Druck machen, unbedingt am Ende des Monats noch alle Bücher, die ich vielleicht angefangen habe, zu beenden, nur um sie dann in einem Video gesammelt zeigen zu können. Und ja, hinzu kommt, dass es euch ja vielleicht auch aufgefallen ist, dass seit August kein Lesemonatsvideo mehr online gekommen ist. Also im August war das der letzte Lesemonat, der da online gegangen ist, hier auf meinem Kanal. Das heißt nicht, dass ich seitdem bis jetzt nichts gelesen habe. Es sind, glaube ich, ungefähr 7 Bücher gewesen im Zeitraum. Aber vor allem im September und auch teilweise noch im Oktober bin ich einfach nicht so viel zum Lesen gekommen, weil wir da eben noch so in den letzten Zügen von der Organisation von unserer Auswanderung waren und die letzten Sachen gepackt haben und geplant haben und so. Und ja, seit wir jetzt hier in Paraguay sind, komme ich aber auch Stück für Stück wieder mehr zum Lesen oder kann mir diese Zeit auch wieder mehr nehmen, was mich natürlich sehr freut. Und diese Bücher, die ich in der Zeit gelesen habe, möchte ich euch natürlich auch sehr gerne vorstellen. Beziehungsweise teilweise sind das Bücher, die habe ich euch schon in anderen Videos gezeigt, aber noch nicht alle. Deswegen dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Es ist ein bisschen durchwachsen, es sind nicht nur Empfehlungen dabei, aber doch größtenteils eigentlich schon. Und jetzt in diesem Video möchte ich euch erstmal 6 von den Büchern vorstellen, damit ich eben auch genug auf die einzelnen Bücher eingehen kann und es trotzdem nicht zu lang wird. Wobei mich auch hier mal interessieren würde, was eigentlich eure optimale Videolänge ist, also welche Videolänge ihr bei mir am liebsten habt. Könnt ihr mir ja gerne mal in den Kommentaren verraten, dann kann ich mich da ja auch so ein bisschen dran orientieren. Genau, und das 7. Buch werde ich euch dann einfach im nächsten Gelesen-Video vorstellen, zusammen mit den anderen Büchern, die ich bis dahin gelesen haben werde. So, und jetzt höre ich auch mal auf, drum herum zu quatschen und beginne mit Buch Nummer 1. Ich werde es euch hier einblenden, denn das habe ich nicht hier. Wobei ich dieses Buch inzwischen sogar auch schon wieder aussortiert habe. Warum, erfahrt ihr gleich. Und zwar ist das Und morgen sage ich es von Doris Meissner Johann Knecht. Darin geht es um Paul und Paul ist ein Transjunge und in Berlin, wo er bisher mit seinen Eltern gelebt hat, wusste das sein Umfeld auch, aber jetzt zieht er um in eine neue Stadt, denn seine Eltern sind beide im Schauspielbereich tätig und können sich einfach nicht so richtig um ihn kümmern, da sie sehr viel unterwegs sind. Und in dieser neuen Stadt werden sie dann sehr nah an Pauls Großeltern wohnen, sodass die Paul dann auch immer wieder betreuen können. Paul ist übrigens 10 Jahre alt, das nebenbei bemerkt, also es ist auch ein Kinderbuch. Und in dieser neuen Stadt stellt sich für Paul dann eben die Frage, ob, beziehungsweise nicht ob, sondern eher wann und wie er den anderen Leuten sagen möchte, dass er trans ist und wie dann auch zum Beispiel seine MitschülerInnen darauf reagieren werden. Und diese Frage ist auch so auf dem Klappentext formuliert, also sowas in der Art, wie wird seine Klasse auf seine Geschichte reagieren? Und tatsächlich weiß ich, nachdem ich das Buch beendet habe, aber immer noch nicht, wie seine Klasse tatsächlich darauf reagiert, denn das ist auch der größte Punkt, also der mich am meisten an dem Buch enttäuscht hat, dass es einfach so ein bisschen am Thema vorbeigeschrieben ist, meiner Meinung nach. Also es geht ziemlich selten um das konkrete Thema und ja, dass Paul dann von seiner Klasse, von seiner Transidentität erzählt, kommt auch erst ganz am Ende vor. Von daher, ja, weiß ich leider immer noch nicht, wie seine Klasse darauf reagiert und dass das im Klappentext so angeteasert wurde, finde ich dann eben einfach unpassend, sage ich mal so. Stattdessen erfahren wir, wie Paul eben in dieser Stadt dort ankommt, wie er seine Großeltern dann öfter auch sehen kann. In dieser Wohnung, beziehungsweise in dem Haus, wo seine Wohnung liegt, wohnt auch noch eine andere Person, ein sehr bekannter Fußballer und der wird dann überfallen und also da gibt es so einen kleinen Raub und damit beschäftigt sich Paul dann eben auch noch. Und wir erfahren auch, wie er so ein bisschen Anschluss in der neuen Klasse findet. Aber wie gesagt, um das Trans-Thema geht es leider da ziemlich wenig, beziehungsweise auch selten wirklich konkret darum. Und ich konnte, wenn es um dieses Thema geht, Pauls Gedanken leider auch nicht immer nachvollziehen, was an sich natürlich auch in Ordnung ist. Ich meine, jeder Mensch hat so ein bisschen auch unterschiedliche Ansichten und fühlt sich mit unterschiedlichen Sachen wohl und so weiter. Trotzdem hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle gewünscht, dass da nochmal einfach so ein paar Sätze noch eingeschoben worden wären, so als Erklärung, damit man das eben doch besser nachfühlen oder nachvollziehen kann, warum Paul so denkt oder warum er so handelt. Also das war einfach nicht immer so authentisch, meiner Meinung nach. Genau, und da einfach vom Klappentext eine ganz andere Erwartungshaltung geweckt wurde, die dann nicht erfüllt wurde, war das Buch für mich leider eine Enttäuschung und ich kann es auch nicht explizit weiterempfehlen. Genau, darauf bin ich ja auch schon in meinem Video eingegangen, wo ich alle meine Transbücher vorgestellt habe, beziehungsweise es ist ja eine zweiteilige Videoreihe geworden. Falls ihr also nach Empfehlungen zu dem Thema sucht, also nach richtig guten Büchern, die sich mit dem Thema befassen, solltet ihr euch die beiden Videos auch unbedingt noch anschauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, denn es gibt ja durchaus auch einige andere Bücher, die mir sehr gut gefallen haben in diesem Bereich. Dann machen wir weiter mit einem Buch, beziehungsweise einer Graphic Novel, was gewisse Parallelen hat zu dem Buch von eben.
Denn es ist auch an eher jüngere LeserInnen gerichtet und es hat auch eine queere Hauptfigur. Und zwar geht es in Regenbogentaare von Nora Dassnes um die 12-jährige Tuva. Sie kommt nach den Sommerferien in die 7. Klasse und von dort an scheint sich alles zu verändern in der Klassenstruktur. Denn vor allem in den Mädchen scheint sich eine Spaltung zu vollziehen. Also entweder gehört man zu den Mädchen, die sich verlieben, oder zu den Mädchen, die sich nicht verlieben. Und bei Tuva ist es so, dass ihre beiden Freundinnen ausgerechnet auf verschiedene Seiten wechseln. Also ihre eine Freundin, wie heißt sie noch? Linnea? Linnea war das. Die hat jetzt plötzlich einen Freund und möchte mit Bao und Tuva, Bao ist ihre andere beste Freundin, in der Pause nicht mehr zusammen im Wald spielen. Und Bao hingegen möchte das schon und sie findet dieses Verliebtsein total albern und kann das gar nicht nachvollziehen. Und Tuva steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil sie zwar niemanden von den Jungs aus ihrer Klasse interessant oder anziehend oder sowas findet, aber sich eigentlich schon gerne verlieben möchte. Und tatsächlich taucht dann auch eine neue Person in der Klasse auf, die Tuvas Herz höher schlagen lässt. Und zwar ist das Miriam. Und ja, ob Tuva und Miriam sich dann auch annähern können und wie das mit ihren beiden besten Freundinnen dann weitergeht, erfahrt ihr in dieser Geschichte. Genau, mich hat es einfach total berühren können, zum Nachdenken anregen können, aber es war auch insgesamt doch eine humorvolle Geschichte und ließ sich einfach sehr locker lesen, dadurch, dass da eben sehr viele Bilder mit eingebaut waren. Und das Ganze ist übrigens so aufgebaut, dass das Buch quasi Tuvas Tagebuch ist. Also sie erzählt uns von ihrem Alltag, von ihren Gefühlen und Gedanken, die sie sich so macht. Und das fand ich wiederum sehr, sehr authentisch dargestellt und hat einfach Spaß gemacht zu lesen. Auch mir noch, obwohl ich mit meinen 18 Jahren jetzt eben nicht mehr so richtig der Zielgruppe entspreche. Aber deswegen ist meine Empfehlung nicht nur für jüngere LeserInnen, sondern auch für Ältere, die sich vielleicht dann ja an ihre Kindheit oder Jugend, beziehungsweise an diese Schwelle von Kindheit zu Jugendlichen, zurückversetzt fühlen wollen und sich darin wiederfinden. Aber besonders kann ich es natürlich für Leute in Tuvas Alter empfehlen. Ich glaube, für die hat das nochmal eine ganz andere Gewichtung dann, weil sie sich darin wiederfinden können und dann vielleicht weniger einsam fühlen. Und ich glaube, dass das Buch da auch Mut machen kann, auf jeden Fall, also zu sich selber zu stehen. Deswegen ist das eine ganz große Empfehlung von mir an dieser Stelle. Und das Buch war auch ein, naja, nee, es war kein Rezensionsexemplar. Ich habe es einfach kostenlos zugeschickt bekommen vom Klett Kinderbuch Verlag, sehr überraschend. Und das habe ich auf Instagram auch schon dann rezensiert. Da gibt es also auch noch einen eigenen Beitrag und da könnt ihr auch mal ein paar Einblicke bekommen in den Zeichenstil. Also falls ihr da mal sehen wollt, wie der aussieht, so exemplarisch, dann schaut bei dem Instagram-Beitrag gerne vorbei. Das ist in der Infobox verlinkt. Genau, dann machen wir jetzt einen sehr krassen Themen- bzw. Genresprung. Und zwar geht es jetzt um ein Jugendfantasy-Buch, nämlich Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Das ist der erste Teil der Krähen-Dilogie, die im Grisha-Verse angesiedelt ist. Und in diesem Buch geht es um die Bande um Cass Bracker. Cass Bracker, auch genannt Dirty Hands, möchte einen Auftrag erfüllen, beziehungsweise er bekommt diesen Auftrag und er nimmt ihn an, obwohl der sehr, sehr gefährlich ist. Und dafür sucht er sich noch 5 andere Komplizen und Komplizinnen zusammen und gemeinsam sollen sie diesen Auftrag erfüllen, nämlich eine Person aus dem Eistribunal entführen, sozusagen retten oder entführen, man kann es jetzt nennen, wie man möchte. Also eine Person ist im Eistribunal eingesperrt und die Mission ist es, diese Person zu befreien. Das Eistribunal ist in dieser Welt, also in dieser Fantasiewelt, das bestgesicherte Gefängnis. Und ja, also dementsprechend stehen sie eigentlich vor einer unmöglichen Aufgabe. Und warum sie das überhaupt machen und ob sie es letztendlich schaffen werden, erfahrt ihr alles in dieser Geschichte. Ich habe das als Hörbuch gehört mit meiner Mutter und fand es sehr empfehlenswert. Es ist relativ brutal, würde ich sagen. Wobei jetzt rückblickend kommt es mir nicht mehr so vor. Aber ich weiß noch, als ich angefangen habe, das zu hören, dachte ich schon, okay, es ist brutaler, als ich gedacht hätte. Aber inzwischen habe ich mich wahrscheinlich daran gewöhnt. Ich weiß nicht. Ich höre mittlerweile auch schon den zweiten Teil mit meiner Mutter, weil der erste doch mit einem Cliffhanger geendet hat, doch ich denke, so kann man es nennen und das ist einfach sehr, sehr fesselnd. Was mir besonders gut gefallen hat, war die Vielschichtigkeit der Charaktere. Also jede Figur hat wirklich so ihre eigenen, ja, Geheimnisse, ihre eigene Hintergrundgeschichte und natürlich auch ihre Motivation, warum sie das machen möchte. Auch dunkle Sehnsüchte und auch Zukunftspläne. Da bekommt man auch sehr detaillierte Einblicke, weil nämlich jede Person auch eigene Kapitel hat. Also das Buch wird aus 5 Sichten erzählt. Also wir haben 6 Hauptfiguren, aber es wird aus der Sicht von 5 Personen erzählt. Wenn ihr das nicht mögt, dass aus mehreren Sichten erzählt wird, dann würde ich von dem Buch tatsächlich eher abraten, weil es hier doch eben häufiger Wechsel gibt, was die Perspektive angeht. Ich persönlich mag sowas sehr gerne, wenn man so Einblick in die Köpfe von verschiedenen Hauptfiguren bekommt. Allerdings kann das natürlich auch verwirrend sein, weil es eben sehr viele Figuren sind, sehr viele einzelne Geschichten, die da noch mit verbunden sind. Dementsprechend bekommt man aber auch nur Stück für Stück die Informationen. Das heißt, am Anfang versteht man vielleicht alles noch nicht so ganz genau, weil man eben diese ganzen Hintergrundinformationen erst nach und nach bekommt. Was ich aber so gut fand, weil man so natürlich auch dranbleibt, wenn man wissen möchte, warum diese Figuren diesen Auftrag annehmen, warum ja, die fast schon so lebensmüde sind, das zu machen, kann man schon sagen. Genau.
Und am Anfang kann es auch eventuell nochmal verwirrend sein, weil am Anfang einerseits recht viele Informationen kommen und man nicht einordnen kann, wie wichtig die letztendlich sind für den Verlauf der Geschichte. Andererseits über andere Themen werden wiederum nicht so viele Informationen gegeben, sondern da werden manche Dinge schon so als, ja, also vorausgesetzt, dass man sie schon weiß. Und ich habe, nachdem ich angefangen habe, auch erfahren, dass es eigentlich empfehlenswert ist, mit der Grisha-Trilogie von Libadogo zu beginnen, weil man da schon in dieses Grisha-Universum so ein bisschen eingeführt wird und wie die Magie der Grisha funktioniert. Ja, das habe ich allerdings dann erst, wie gesagt, später erfahren und ich hatte dann schon angefangen und dann dachten meine Mutter und ich, wir hören das jetzt einfach so weiter und es ist auch möglich, also wir haben auch so alles verstanden, aber um so ein bisschen die Hintergründe dieser ganzen fantastischen Welt und eben auch der Grisha, was die überhaupt sind, was es mit deren Magie auf sich hatte, zu erfahren, ist es wohl anscheinend schon ratsam, auch die Trilogie noch zu lesen. Mal gucken, ob wir das auch noch machen. Und das wurde ja mittlerweile auch als Netflix-Serie verfilmt, als Shadow and Bone. Vielleicht kennen das auch einige von euch. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich habe mir auch noch nicht mal den Trailer angeguckt, weil ich gehört habe, dass die Serie eine Mischung ist aus der Trilogie und aus der Krähen-Dilogie. Und da ich dabei bin, noch die Krähen-Dilogie ja gerade zu hören, will ich mich dann nicht irgendwie spoilern. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht ganz vorstellen, wie das in der Serie funktioniert, dass zwei verschiedene Reihen, selbst wenn sie im gleichen Universum spielen, in eine Serie verpackt wurden. Aber gut, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Serie empfehlenswert findet. Also insgesamt hat mir das Lied der Krähen sehr gut gefallen. Es ist sehr abenteuerlich, sehr fesselnd, hat sehr interessante, vielschichtige Charaktere, ist ein bisschen brutal, aber es passt irgendwie auch zu der Geschichte, finde ich. Also es werden in der Geschichte eigentlich sämtliche Dinge, die es in der Menschheit mal gab, wie zum Beispiel Sklaverei oder ja, es gibt auch eine Arena, die erinnert so an diese Gladiatorenkämpfe im alten Rom und also alle möglichen Sachen, die es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, an Grausamkeiten werden hier eigentlich vermischt und kommen in irgendeiner Art und Weise vor. Das heißt, ja. Es kommt auch immer mal wieder zu Gewalt, die wird jetzt nicht zu explizit dargestellt, aber trotzdem würde ich es eher erst so ab, ich weiß nicht, 14 oder 15 oder 16 Jahren empfehlen. Kommt drauf an, wie erfahren jetzt die LeserInnen sind, aber ja, jünger würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, also noch jüngeren LeserInnen. Allerdings kann es auch auf jeden Fall Erwachsenen Spaß machen, diese Reihe zu lesen oder zu hören. Meiner Mutter hat es ja auch sehr gut gefallen. Und die Figuren sind alle zwar erst 17 oder 18 Jahre alt und einer, glaube ich, sogar erst 14, aber das vergisst man beim Lesen oder Hören ziemlich schnell, weil die sich doch sehr erwachsen verhalten und teilweise auch nicht so eine richtige Kindheit oder Jugend hatten, sondern schon sehr früh Verantwortung übernehmen mussten und tatsächlich auch für ihr Überleben kämpfen mussten. Und das merkt man den Figuren eben auch an. Von daher, wenn dann irgendwann manchmal noch deren Alter erwähnt wird, dachte ich so, ach stimmt, die sind ja eigentlich erst in meinem Alter, weil sie mir schon viel erwachsener vorkamen. Außerdem interessant zu erwähnen, finde ich bei dieser Reihe, dass es tatsächlich fast gar keine romantischen Aspekte gibt. Denn das ist ja sonst häufig im Fantasy-Bereich so, oder manchmal heißt das Genre dann ja auch schon Romantasy, aber hier ist es ja ein Fantasy-Buch. Dass es da eben doch in irgendeiner Art und Weise auch um Beziehungen geht und irgendeine, ja, romantische Beziehung eben vorkommt oder thematisiert wird oder sich anbahnt. Aber das ist in diesem Buch eigentlich gar nicht so. Es gibt ganz, ganz selten mal Sätze, wo so Andeutungen fallen, aber das nimmt wirklich nur einen sehr kleinen Teil von der Geschichte ein. Das fand ich jetzt weder negativ noch positiv. Ich wollte es einfach nur erwähnen, weil es ja durchaus Leute gibt, die dieser Liebesaspekt stört bei Fantasy-Büchern und die einfach nur die Abenteuergeschichte haben wollen und für die ist das besonders empfehlenswert. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es im zweiten Teil jetzt noch vielleicht doch ein bisschen weiter ausgebaut wird, weil es eben im ersten Teil immer mal wieder so Andeutungen gab und vielleicht könnte ich mir vorstellen, wird das im zweiten Teil jetzt noch ein bisschen mehr ausgebreitet, dass es eben doch der Fokus auch ein kleines bisschen mehr noch auf romantischen Beziehungen liegt. Aber ich denke, dass der Fokus schon auch auf jeden Fall auf dem Abenteuer liegt und was diese Bande so alles erlebt. Genau, und freue mich da auch schon sehr, die Reihe weiterzuhören. Und sobald ich den zweiten Teil auch fertig gehört habe, kann ich ja auch gerne nochmal berichten, wie mir dann der Abschluss von der Dilogie gefallen hat. Übrigens, sehr gut gefällt mir auch der Sprecher, passt sehr zur Geschichte und ist allgemein auch, ja, sehr atmosphärisch, diese ganze Geschichte, sehr düster. So, und jetzt machen wir wieder einen kleinen Genresprung. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war nämlich Mittagspause auf dem Mekong. Das ist eine Art, ja, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Sachbuch und Erfahrungsbericht. Da erzählen nämlich 35 Leute von ihren Erfahrungen mit dem Auswandern. Aber hier möchte ich gar nicht mehr so viel mehr zu dem Buch sagen, denn das habe ich ja schon rezensiert. Das Video geht, glaube ich, über 10 Minuten lang. Also da rede ich sehr ausführlich über das Buch. Ich erzähle auch, welches die Geschichten waren oder die Erfahrungen, muss man es ja eigentlich nennen, die mich am meisten beeindruckt und fasziniert haben. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut einfach sehr gerne bei der Rezension vorbei. Genau, und auch das nächste Buch habe ich bereits rezensiert. Das war Felix Ever After von Cason Callender. Hat mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen. Es gehört auf jeden Fall auch zu meinen, ja, Highlights aus den letzten Monaten. Ich würde sagen, es ist eigentlich auch sogar ein Jahreshighlight, weil einfach die Gefühle so echt waren und die Figuren so authentisch waren. Also es geht hier um Felix, der trans ist, allerdings auch noch so ein bisschen mit seiner Identität am Hadern ist. Also sein Selbstfindungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Und in seinem Freundeskreis gibt es auch sehr viele andere queere Figuren. Es geht allerdings auch um das Thema Transfeindlichkeit. Es gibt auch eine Triggerwarnung bei dem Buch.
Ja, es geht um wahre Freundschaft, es geht um die erste Liebe und es sind einfach so viele, ja, schöne, spannende Themen, die sehr, sehr gut umgesetzt wurden, meiner Meinung nach. In dem Buch nicht in dem Buch, in der Rezension habe ich ja vor allem die positiven Punkte angesprochen und da es ja auch ein Jahreshighlight von mir ist, hat es mir auch überwiegend sehr gut gefallen. Allerdings ist mir im Nachhinein dann noch eingefallen, dass ich eine Kleinigkeit vergessen habe zu erwähnen. Ich war so ein bisschen in meinem Schwärmen drin in dem Video, deswegen habe ich das da gar nicht genannt. Aber ich finde, dass manche Sachen in dem Buch nicht so ganz realistisch waren. Also da gehörten zu manchen Sachen schon, gehört schon eine große Portion Glück dazu, dass das so passiert. Es ist nicht komplett abwegig, aber super realistisch war es nicht immer. Also gerade was so die, ja, Kommunikation oder die Beziehung der Figuren untereinander angeht, dachte ich manchmal nach, ob das jetzt so funktionieren würde in dem Bereich, ob der sich jetzt so und so darauf einlassen würde. Ich möchte nicht ins Detail gehen, um nicht zu spoilern, aber da habe ich mich schon manchmal gefragt, ob das nicht ein bisschen, ja, konstruiert ist für die Geschichte. Allerdings hat das für mich jetzt nicht das Lesevergnügen getrübt. Ich fand es dennoch, also ich konnte darüber hinwegsehen und fand es dennoch sehr unterhaltsam. Ja, und hat auch noch so in mir nachgeheilt, würde ich sagen, und hat mich auf jeden Fall auch bewegen können. Und als letztes Buch möchte ich euch nun noch einen Thriller vorstellen, nämlich Das Paket von Sebastian Fitzek. Das ist mein zweites Buch von dem Autoren. Das andere war Achtnacht. Das habe ich 2019 gelesen, war also schon ein bisschen her. Und ich hatte jetzt Lust, nochmal was von ihm zu lesen, da seine Bücher ja größtenteils schon sehr gehypt sind, obwohl sie gar nicht immer nur so positive Bewertungen haben. Also ich glaube, Sebastian Fitzek wird ja auch oftmals kritisiert. Ich glaube, an ihm scheiden sich so ein bisschen die Geister, wie man so schön sagt. Also die einen lieben ihn und die anderen, ja, können seine Geschichten überhaupt nicht leiden. Das sieht man auch zum Beispiel bei den Amazon-Bewertungen. Die habe ich mir auch zu diesem Buch dann mal angeguckt und ja, habe gemerkt, dass die Meinungen da doch sehr auseinandergehen. Aber gut, bevor wir dazu kommen, wie mir das Buch gefallen hat, möchte ich euch erstmal erzählen, worum es geht. Und zwar, ach so, vorweg, es geht in diesem Buch auch um das Thema Vergewaltigung. Ja, das möchte ich nur mal kurz angemerkt haben und auch um andere Themen, aber da das auch auf dem Klappentext schon steht und ich dementsprechend das auch erwähnen werde, wenn ich den Inhalt erzähle, wollte ich das kurz vorweg sagen. Andere Themen, die triggern könnten, werde ich jetzt hier aber nicht nennen, um nicht zu spoilern und so weiter. Genau, und zwar geht es hier um die Psychiaterin Emma Stein. Sie wurde vergewaltigt in einem Hotelzimmer. Allerdings später stellt sich heraus, dass es dieses Hotelzimmer gar nicht zu geben scheint, denn das Hotel hat gar kein Zimmer mit dieser Zimmernummer. Sie hat auch gleichzeitig große Angst, dass die Person nochmal zurückkommt, denn eigentlich erfährt sie, muss das ein Serientäter gewesen sein, der Friseur genannt wird. Und eigentlich schert er den Frauen die Haare ab, nachdem er sie vergewaltigt hat. Das ist auch bei Emma passiert. Und danach bringt er sie aber um. Und Emma ist eben mit dem Leben davongekommen. Aber nun fürchtet sie eben jeden Tag darum, dass der Friseur zurückkommen wird und ja, das Werk zu Ende führen wird und sie eben töten wird. Von daher verlässt sie das Haus nicht mehr und dann gibt es einen Zeitsprung, 6 Monate später. Also sie hat das Haus seitdem eigentlich kaum verlassen. Und nun taucht eines Morgens der Postbote auf, was soweit erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Allerdings drückt er ihr ein Paket in die Hand für einen Nachbarn, dessen Namen Emma noch nie gehört hat. Und damit, ja, beginnt eine Reihe von Ereignissen, die sich nicht mehr aufhalten lassen, nachdem sie einmal angefangen hat. Und Emma gerät in einen Strudel aus Angst und muss sich immer wieder die Frage stellen, wem kann sie trauen und vor allem, wer vertraut ihr und wer wird ihr Glauben schenken? Und natürlich fragt man sich auch als Person, die das liest, was ist eigentlich wirklich passiert? Wem kann ich denn vertrauen? Welche Person erzählt jetzt die Wahrheit und bilden sich manche Personen vielleicht auch etwas ein oder wird da versucht, dass Emma das Gefühl hat, dass sie sich etwas einbildet? Also stecken da noch andere Machenschaften dahinter? Und ja, mit dieser Frage, was ist Wirklichkeit, spielt das Buch so ein bisschen. Das war mir vorher auch gar nicht so klar, weil ich finde tatsächlich, dass hier das Cover, der Titel und auch der Klappentext ein bisschen in die Irre führen. Also das Paket spielt letztendlich gar keine so große Rolle. Also es kommt natürlich immer wieder vor und es ist der Anfang von dieser Ereigniskette. Aber diese Ereigniskette ist noch so viel mehr als dieses Paket und ja, schlussendlich kommt das Paket eigentlich jetzt nicht so häufig drin vor. Und von daher, ja, ist diese ganze Aufmachung vielleicht, ja, kann einen in die Irre führen, wie gesagt. Deswegen kann ich mir auch so die ganzen, oder was heißt die ganzen, einige der negativen Rezensionen zum Beispiel auf Amazon erklären, weil Leute dann eben doch enttäuscht waren und weil sie nicht gedacht haben, dass es so viel um diese Frage geht, was ist wirklich und was nicht und dass Emma ja doch auch immer wieder so etwas hat, was an paranoide Schübe erinnert. Das war mir vorher auch nicht so klar, allerdings hat mir das persönlich sehr gut gefallen. Also ich mag das, wenn man selber als Leser nicht so ganz weiß, wem man vertrauen kann und was wirklich passiert ist und was nicht. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen, war auf jeden Fall ein Nervenkitzel und es war auf jeden Fall durchgehend fesselnd. Es ist immer was passiert, es war nie langweilig. Ob die ganzen Sachen jetzt wirklich alle so realistisch sind, ist auch eine andere Frage. Das wird ja auch sehr oft bei Sebastian Fitzek kritisiert, dass seine Thriller sehr konstruiert sein sollen. Und ich glaube, da hat man entweder ein Problem mit oder nicht. Ich persönlich hatte damit kein Problem. Ich, ja, fand manche Sachen,
wirkten wirklich ein bisschen konstruiert. Das muss ich auch zugeben, aber trotzdem war es super fesselnd. Also ich wollte die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Und ich war auch mit der Auflösung sehr zufrieden. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass es am Ende nochmal einen Twist im Twist gab, beziehungsweise es gab mehrere Plot-Twists eigentlich am Ende. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen, weil ich kann es überhaupt nicht leiden. Oder was heißt, ich kann es überhaupt nicht leiden? Ich finde es nicht schlimm, aber wenn man halt schon ab der Hälfte des Buches sich denken kann, wie es ausgeht, und dann passiert es auch wirklich so, das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Das ist so verschenktes Potenzial meiner Meinung nach. Und das war bei diesem Buch halt anders. Also ich hatte zwischendurch immer wieder einen Verdacht, dann hat er sich aber doch nicht bestätigt und dann kamen neue Erkenntnisse raus und alles war dann doch ganz anders. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und ja, dann sind die Lösungen, die da letzten Endes rauskommen, vielleicht denkt man dann erstmal, hä, ist das nicht total an den Haaren herbeigezogen? Ich fand die Erklärungen, die dann geliefert wurden, tatsächlich aber doch zufriedenstellend. Also hat mir gut gefallen. Vor allem einfach diese Überraschungsmomente die ganze Zeit am Ende fand ich sehr, sehr gut, weil es dann immer noch am Ende spannend war. Selbst wenn man dachte, okay, jetzt löst sich das auf, war es immer noch spannend, weil eben immer noch neue Sachen rauskamen. Eine Sache muss ich sagen, ist nicht richtig aufgeklärt worden, beziehungsweise ja, da ist bei mir noch so eine Frage offen geblieben, die sich auf ein Ereignis in der Vergangenheit bezieht. Ganz am Anfang des Buches gibt es nämlich einen Prolog, wo etwas aus Emmas Kindheit erzählt wird und dazu kommen später auch noch ein paar Sachen raus. Und da habe ich mich dann schon bei einer Sache, die eben in der Vergangenheit passiert ist und die dann später aber so ein bisschen aufgeklärt wurde, gefragt, wie das passieren konnte. Oder da waren noch so ein paar Sachen von dem Ablauf unklar, die hätten eigentlich noch erklärt werden müssen, meiner Meinung nach. Oder es wäre halt schlüssig gewesen, aber es hat auch keine so große Rolle für das gesamte Buch gespielt. Von daher dachte ich mir, okay, ja, da ist eine Sache jetzt nicht ganz aufgelöst worden, aber insgesamt kann ich das Buch trotzdem auf jeden Fall empfehlen. Wenn euch, wie gesagt, dieses Thema mit der Paranoia oder mit dieser Frage, ist das jetzt alles nur ein Verfolgungswahn oder passiert das wirklich, wird man wirklich verfolgt? Wenn euch das interessiert, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ja, wenn ihr Plot-Twists mögt und wenn ihr auch damit zurechtkommt, dass manche Sachen vielleicht erstmal konstruiert wirken, kann ich das Buch empfehlen. Wie gesagt, mich hat das nicht gestört und ich fand es, auch wenn man mehr darüber nachgedacht hat, auch dann wiederum doch nicht mehr so konstruiert. Man denkt sich vielleicht am ersten Moment so, okay, weil das halt so ungewöhnlich ist, aber mir hat das gut gefallen. Von daher kann ich das Buch schon empfehlen und ich möchte auf jeden Fall auch noch mehr von Sebastian Fitzek lesen. Genau, und das war's dann jetzt auch mit meinem Video. Jetzt habe ich schon ganz schön viel gequatscht, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht den einen oder anderen Buchtipp daraus mitnehmen. Ihr könnt mir sehr gerne mal in den Kommentaren verraten, was ihr so in den letzten Monaten gelesen habt, ob ihr auch ein Highlight hattet oder auch so einen Flop wie ich am Anfang. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!